Yo Leute, was geht ab, Freunde? Es gibt mal wieder neue SpongeBob-Fehler. Und zwar Logikfehler in den alten, neuen und was auch immer SpongeBob-Schwammkopf-Folgen. Und zwar heute schauen wir natürlich wieder mal auf dem Ehrenbruder Hige vorbei. Und zwar 10 krasse Fehler in SpongeBob aus dem Internet. Und ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber wir werden es herausfinden. Lasst einen Daumen nach oben, dann wenn ihr auf jeden Fall noch mehr Folgen haben wollt. Abonniert den Kanal und abonniert gerne Hige, Leute. Hige, absoluter Ehrenmann. Let's go! Wait. Geht das nicht lauter? Das ist doch die alte Stimme von Thaddäus. Der Typ, der existiert nicht mehr. Wie? Oh, wer wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer? Detektiv Heikster. Song gelb und hohe ist uns was her. SpongeBob. Wait. Oh mein Gott, das ist das Intro gewesen mit einer AI-Stimme von der alten Stimme von Thaddäus. Rest in peace, Bruder. So eine coole Stimme gewesen. Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Hige-Video. Geiles Intro. Heute gibt es SpongeBob-Fehler aus dem Internet. Das Internet ist ein dunkler, böser Ort. Dort gibt es SpongeBob-Fehler. Ohne großartig viel zu reden, Leute, fangen wir mit dem Video an. Let's go! Go, Alter! Woo. Es gibt eine Folge, die nennt sich Planet of the Jellyfish. Da haben... Alter, was ist mit Patricks Augen? Was? Oh, der ist eine Qualle, ne? Die Bewohner von Bikini Bottom alle so dunkle Augen und sehen richtig creepy aus, fast schon wie Zombies, wie so Zombie-Aliens. Schaut euch hier zum Beispiel mal Patrick an. What the fuck? Was geht da ab? Auf jeden Fall, SpongeBob beginnt hier in der Folge so damit, dass er in die krosse Krabbe geht. Dort ist dann so eine riesige Schlange und achtet mal auf jeden in der Schlange. Pausiert mal kurz das Video oder schaut euch das mal hier in Zeitlupe an. Ja, da war doch einer, der hat normale Augen. Das habe ich gesehen. Also da war ja ein Typ mit normalen Augen. Ist es vielleicht wieder eine der Klamotten, die sich dann auf einmal ändert? Oder ich kann mir Folgendes vorstellen, dass der Fisch, jetzt pass auf, der Fisch mit den normalen Augen wird am Ende ausgetauscht durch einen anderen, der infiziert ist. Er ist der dritte Typ in der Schlange. Und das heißt, er kommt nach dem übernächsten. Achtet auf jeden. Dann sieht man diesen Fisch hier, wie er SpongeBob so anfaucht. Und achtet mal auf seinen Schwanz hinten, ne, auf seine Flosse. Denn hier, wo man die ganze Reihe sieht, hat er keine Flosse. Ach, ja, okay. Okay, den Punkt gebe ich dir, Hige. Das habe ich nicht erkannt, aber darauf habe ich gar nicht geachtet. Da fehlt die einfach. Zählt natürlich auch am Ende des Videos mit, Freunde, wie viele Punkte ihr am Ende habt und schreibt sie in die Kommentare. Also ich habe bisher noch 0 Punkte, ich zähle das jetzt mal nicht. Später in der Folge bringt dann SpongeBob diesen Jellyfish in seinen Vogelkäfig, in seinen Jellykäfig. Und dann geht da so Gary lang. Achtet mal in diesem Cut auf Garys Farben. Okay, alles gut. Das kriegen wir hin, Freunde. Es sieht aus wie Chick-fil-A, ja, das Logo. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Lila Kringel und rote Punkte. Denn in diesem Cut hier... Achtung. Es ist rot. Es ist rot. Und falls ihr euch fragt, was ist die echte? Alle in die Kommentare! Ist der echt? Oh, hier steht's ja schon. Leute, vergesst es. Original ist original. Das wusste ich schon vorher. Aber egal, wir können uns einen getrosten Punkt geben dafür. Wait, was ist denn jetzt gerade passiert? Sind die einfach vertauscht? Und merkt euch das mal bitte, denn später im Video wird nochmal so etwas passieren. Aber dazu später mehr. Okay. Es gibt eine Folge, die nennt sich Farmer Bob, also SpongeBob Farmer Bob. Und da ist SpongeBob in so einer Farm mit Patrick. Die haben Spaß, amüsieren sich. Da passiert eine Menge. Keine Ahnung, was in dieser Episode passiert. Aber auf jeden Fall tanzen die hier. In diesem Cut sieht man diesen Tanz. Warum sind immer Aliens mit Bauern in Verbindung? Wegen Kornkreisen? Wahrscheinlich, oder? Man sieht dieses UFO. Und ja, der Loop ist auf jeden Fall ziemlich komisch. Laut dem Internet ist das ein Fehler. I don't know, was sagt ihr? Was ist der Fehler? Die hier. In diesem Cut sieht man diesen Tanz. Und ja, der Loop ist auf jeden Fall ziemlich komisch. Laut dem Internet ist das ein Fehler.
I don't know, was sagt ihr? Ist das ein Fehler für euch? Auf jeden Fall sieht das hier sehr merkwürdig aus. Muss ich zustimmen. Ich finde... Moment, ich hab's erkannt, Bro. Passt auf. Und ja, der Loop ist auf jeden Fall ziemlich komisch. Laut... Hier. Hier, Achtung, hier ist ein Sprung. Bei SpongeBob. Achtet auf SpongeBob hier. Achtung, ich spule zurück. Pass auf. Von einer auf die andere Sekunde ist dieser Loop hier neu begonnen worden. Und das ist bei SpongeBob. Siehst du? Das macht keinen Sinn, weil der Truck hat sich nur ganz klein bisschen bewegt. Und ihr seht, so, er dreht sich langsam. Und jetzt, zack. Das ist der Fehler. Das war der Fehler bei SpongeBob. Das ist der zweite Punkt für mich. Laut dem Internet ist das ein Fehler. I don't know, was sagt ihr? Ist das ein Fehler für euch? Auf jeden Fall sieht das hier sehr merkwürdig aus. Muss ich zustimmen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass SpongeBob mal auf einer Farm war. Kommen wir nun zur Patrick Star Show. In dieser Serie gibt es auch einige Fehler. Und das zählt zum SpongeBob-Universum. Also, wer jetzt sich hier meckert, der ist ein Banause. Es gibt so ein Wettessen. Also, die machen kein richtiges Wettessen, aber es geht darum, wer das beste Gericht kocht. Dann kommt... Das sieht sehr lecker Schmecker aus, muss ich sagen. Also am liebsten an dem Gericht finde ich, wenn ich so ehrlich bin, die Uhr. Die Uhr kommt schon sehr nah an meinen Geschmack. Also ich mag so Uhrengeschmack, so metallisch schön, die Zahnriemen und so. Die taste ich dann mit der Zunge schön ab beim Essen. Aber mein absoluter Favorite, da kann ich natürlich sagen, ist ja ganz klar der Zahn. Ja, weil wer mag das nicht, einen Zahn auch mit einem Zahn zu berühren, zu essen, ganz klare Sache, das ist das beste Gericht der Welt, 5 Sterne, nein, 5 Sterne sind diesem Gericht nicht wert, vor allem die Glassplitter oben links, ganz schön, das sorgt nochmal ein bisschen für so Spiciness, ja, und die Schrauben, damit man ein bisschen mehr Grip hat, damit das so schön festsetzt im Gebiss und damit man das Essen besser, damit man schön diese Fäden noch rauskriegt, damit diese Gürkchen da noch stecken bleiben. Ja, dann hat man auch was für später. Und da ist einfach noch ein Pflaster drauf. Und da hier der Schiedsrichter und der probiert. Das sieht lecker aus. Mm. Und dann sieht man das hier. Die ist Schwester von Patrick. Die hat auch was gekocht. Und das sieht nicht so appetitlich aus. Oh, ich habe den Fehler erkannt. Er hat es schon gezeigt. Die Hand ist nicht im Ärmel drin, sondern hinter dem Ärmel. Komm, extra Punkt. Let's go! Auf jeden Fall möchte sie, dass er probiert und hier ist ein Fehler versteckt, denn achtet mal auf ihren Arm. Das ist mir schon aufgefallen. Das habe ich gesehen. Der ist hinter dem T-Shirt. Das sieht man hier. Das ist halt der falsche Layer. Da haben die auf jeden Fall einen kleinen Fehler gemacht. By the way, die neuen SpongeBob-Folgen und auch die Patrick Star Show sind echt eklig. Ich meine, schaut euch mal das hier an. Die saugt ihn hier so auf. Dann sieht man seine Gedärme und sowas. Und danach bügelt sie so seinen Kopf. Was geht da ab, Leute? Die damaligen SpongeBob-Folgen hatten sowas nicht. Die waren aber trotzdem gut. Die neuen sind alle random und eklig. Auf jeden Fall ist da aber auch hier ein Fehler versteckt. Denn wenn sie ihn so saugen möchte, so aufsaugen, der dreht sich zu ihr und hier die Konturen sind... Vom Fisch? Alle so grün am Leuchten. Was? Okay, ich sehe es auch. Habe ich nicht erkannt. Was zur Hölle, was ist da passiert? Und am Ende möchte sie, dass er einen Gurkenkuchen isst. Oh, der Ear-Rape, Alter, ganz schlimm. Oh, aber ich habe gerade auch in diesem Moment gezittert, Alter. Gurkenkuchen. Gurkenkuchen, ich hasse Gurken. Nein, 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 nein. Und auch noch Gurkenkuchen. Cut my life into pieces. Auf jeden Fall probiert er den Gurkenkuchen. Hier der Schiedsrichter. Und achtet mal auf seine Hand. Welche Farbe ist das? Ja, seine Haut. Ja, das stimmt. Jetzt ändert sie sich bestimmt zu seiner Anzugfarbe, oder? Farbe. Also die Fischfarbe. Und danach sieht... Bro, ich habe einen Fehler gefunden. Das? Ja, seine Haut. Ich habe einen anderen Fehler gefunden. Ich habe einen Fehler gefunden, Leute. Den muss ich mir extra notieren. Ist euch dieser Fehler auch gerade aufgefallen? Achtet mal auf seine Hände. Ja? Nicht auf die Farbe, auf das, was da ist. Hautfarbe. Also die Fischfarbe. Und danach... Habt ihr das noch gesehen? Habt ihr das noch gesehen, Leute? Hier? Hier? Die Hände? Sieht aus wie ein Handschuh, ne? So ein bisschen. Nach... Guck mal jetzt. Jetzt sind da Streifen. Wenn die Streifen erst dann kommen, wenn es weiter weg ist, also kleiner, dann ist es für mich unlogisch. Und das ist ein massiver Fehler. Dafür gebe ich mir einen Extrapunkt. Sieht die so aus in diesem Cut. Und jetzt ist sie weiß. Das gibt auch noch einen Extrapunkt.
Jeder, der das auch gesehen hat, wir haben ja alle auf die Hand geachtet. Ist jetzt eigentlich unfair, wenn wir da keine Chance haben, das zu erkennen. Die ist da viel, viel heller. Man muss da genau drauf achten, aber es ist ein Fehler, denn davor war es noch dunkler. Es gibt eine Folge, die nennt sich Sports mit Z. Coole Folge. Auf jeden Fall, Thaddäus ist ja irgendwie König. Dann kommt Sandy und macht einen nicen Dunk. Die spielen halt Basketball oder so. Auf jeden Fall sieht man hier das Publikum und hier gibt es zwei Fehler. Einer ist richtig gut und der andere ist komplett wack und ich weiß nicht, warum das Internet sagt, dass das ein Fehler ist. Aber es ist das Internet. Das Internet lügt halt nicht. Okay. Oder? Oder? Auf jeden Fall acht. Ah, Mann, man muss darauf achten. Okay. Sehen wir hier schon Fehler? Nein, noch nicht. Schaut mal auf die Augen hier von diesem Fisch im Publikum. Angeblich sollen sie hier in diesem Cut, irgendwo soll da ein Fehler sein. Ja, also die Augen hier sehen verglichen mit da etwas, naja, wie soll ich das sagen? Die Klamotten stimmen, die Flosse stimmt. Die Augen sind ein bisschen kugeliger, also so. Wobei, was machen die, Alter? Guck mal, der guckt runter, der auch, der guckt nach links, die guckt nach links, der lächelt einfach und die lächelt auch. Bro, ich erkenne den Fehler nicht. Ist das die Farbe? Ich verstehe das nicht. Seht ihr den Fehler? Schreibt's gerne in die Kommentare. Nein. Auf jeden Fall, hier ist ein anderer Fehler, denn in diesem Close-Up... So, jetzt pass auf. Leute, jeder von euch kriegt jetzt eine Aufgabe. Ich gebe euch 30 Sekunden Zeit. Anhand dieses Bildes, ich werde es in kleinen Geschwindigkeiten laufen lassen. Moment. Und zwar jeder bekommt jetzt die Aufgabe, hier an diesem Bild kurz zu erkennen, wobei ich spule die ganze Zeit nach vorne, es passiert ja gar nichts, da zu erkennen, was ihr seht. Also, ich sehe ein paar Fische. Ich sehe hier viele Fische. Und ja, die haben auch alle ihre Arme, alle ihre Flossen. Sieht auch alles sehr normal aus. So, jetzt schalte ich mich wieder dazu. Ich glaube, der Fehler liegt beim, keine Ahnung, der Postbote. Ich sage einfach, der Postbote sieht ein bisschen aus wie ein Roboter. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der Roboter. Oder es ist ein Fehler, dass einer von den Fischen doppelt ist. Aber wer? Wer könnte... Oh, ich sehe einen. Leute, hier. Der Fisch und der Fisch, die sind doppelt. Bitte, Hige, sagt mir, dass das der Fehler ist. Ihr da irgendwas? Nein? Achtet mal auf die Fische. Die sind alle geklont. Let's go. Ich bin zu gut, Leute. Ich bin zu gut. Okay, ich habe nicht alle erkannt. Das heißt, für jeden doppelten Fisch, den ihr vorher erkannt habt, kriegt ihr alle einen extra Punkt. Ich habe nur einen erkannt, deswegen gebe ich mir einen Punkt. Aber ey, das war schon auffällig, ne? Bei so vielen Fischen war das klar, dass irgendwas dupliziert werden muss. Und dupliziert. Doppelt und dreifach. Seht ihr das? Warum? Es gibt so viele Fische bei SpongeBob. Mhm. Wieso muss man da immer dieselben nehmen? Faulheit? Dummheit? Nehmt doch mal neue. Siegbert Schnösel zum Beispiel, den will ich öfter sehen. Ja. Es gibt eine Folge, da bekommt SpongeBob einen Brief. Ah, Bruder, du weißt immer, welche Musik man benutzen muss, um nostalgisch zu werden. Little Big Planet 1 vom ersten Level, vom Intro-Level. Der Song war auch ziemlich oft benutzt worden, ich glaube auf TikTok ab und zu. Von Kumpelblase. Kumpelblase ist zurück, Leute. Dafür einen Daumen nach oben. Also ein Like da lassen, denn Kumpelblase ist zurück. Und er möchte, dass SpongeBob auf seinen kleinen Jungen aufpasst. Leute, Kumpelblase hat ein Kind bekommen. Kumpelblase. Der kleine Kumpelblasen-Baby, der fliegt hier durch SpongeBobs, nee, durch Thaddäus' Wohnung und überall sind spitze Sachen. Und da kommt eine eklige Stelle, denn SpongeBob schaut überall nach und guckt, ob da Stacheln oder so sind. Und überall sind Kakteen und Stacheln und gefährliche Dinge, die ihn zum Platzen bringen. Und er möchte ihn ja nicht zum Platzen bringen, denn er soll auf ihn aufpassen. Und dann passiert das mit diesen Scherben. Und hier ist ein Fehler, denn okay. SpongeBob möchte ihn hier retten vor der Glühbirne, die zersprungen ist. Und dann gibt es Elektrizität unter Wasser. Wobei, das ist kein Fehler. Warum? Das ist echt kein Fehler, Bro. Es ist schon möglich, dass du... Also, es ist schon möglich. Es ist möglich. Sagt das Internet, das ist ein Fehler. Das ist kein Fehler. Strom, Wasser leitet Strom. Egal, auf jeden Fall ist hier ein Fehler. Denn erinnert ihr euch,
Dann geben wir uns den Extrapunkt. Let's go. 7 Punkte habe ich schon. Und ihr? Noch an Garys Schneckenhaus. Hier sind die Farben wieder verdreht. Vorher nicht. Ja, hast du recht. Habe ich nicht erkannt. Und danach verdreht. Was ist hier los? Wer hat den Kopf des Kolorierers dieser Folge verdreht? Es gibt eine Folge, da geht SpongeBob mit Mrs. Puff so Monster Truck Kämpfe machen. Und Mrs. Puff freut das natürlich, denn SpongeBob, sie mag ihn ja nicht. Und SpongeBob kämpft hier, ne? Da geht's richtig zur Sache. Und im Publikum ist dieser Fisch, den kennt man auch. Achtet mal auf seine Lippen. Denn in einem Cut später hat er auf einmal eine andere Lippenfarbe. Was? Was zur Hölle? Wobei, vielleicht hat er einfach nur Lippenstift benutzt. Kann ja sein. Das kann und laut sein. Im Internet ist hier noch ein Fehler, denn SpongeBob... Junge, du benutzt schon wieder diese Little Big Planet Musik, Alter. Ja, Mann, geil. Möchte hier so Gas geben. Er hebt sein linkes Bein, wie man sehen kann, gibt aber mit dem rechten Bein Gas. Wow. Er hebt das linke und gibt dann auf einmal rechts. Oh, das ist ein Fehler, den muss man erkennen. Das ist echt ein Fehler. Vielleicht hat er uns einfach nur getäuscht. Und ich bin mir da nicht sicher, ob es wirklich das Rechte ist, aber laut dem Internet soll es das Rechte sein. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie erkennen? Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Vielleicht bin ich auch nur doof. By the way, dieser Monster-Truck-Fahrer hier, der heißt Cruncher. Und achtet mal auf seine Flossen hinten, also auf diese Thunfischstacheln da. Ihr wisst, was ich meine, diese riesigen Flossen hinten. Mhm. Die sind so pink. Ist egal eigentlich, welche Farbe die haben. Auf jeden Fall, denn im nächsten Cut sind die einfach weg. Die hätten auch blau sein können. Oh. Die sind einfach weg. Und ja, hier dieser Typ, der das Lippenstift benutzt hat, da steht auch I Love Cruncher. Der meint den da. Der liebt ihn. Ja, Freunde, und? Das... Das ist eine geheime Liebesbeziehung zu Cruncher. War's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja. Ciao. Sehr, sehr nice Episode von Hige. Sehr nice Folge. Viel zum Mitdenken. Am Ende, Leute, habe ich eine Zahl von 7 erreicht. Wie viele hattet ihr? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr den nächsten Part haben wollt, dann lasst allen Daumen nach oben da. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Aldi's raus, haut rein und ciao.